Hey meine Freunde, was geht ab? Heute ist hier in Münster ein riesengroßer Bombenalarm. Eine Fläche von über 500 mal 500 Metern wird komplett evakuiert. Und das passiert so viele Jahre nach dem Krieg. Es ist unglaublich, was dieser Krieg, der Zweite Weltkrieg, der Erste Weltkrieg, was die für Folgen haben. Jetzt, über 70 Jahre danach, muss hier noch ein Riesengebiet evakuiert werden. Alle Menschen müssen aus ihren Wohnungen raus. Überall ist Polizei, überall ist Feuerwehr. Und Spezialisten müssen die Bombe jetzt hier entschärfen. Es ist einfach unfassbar, welche Folgen so ein menschliches Verhalten hat. Auch noch so lange Zeit später. Und in welchen anderen Bereichen auch der Krieg noch uns beschäftigt. Wie viele Großeltern, Urgroßeltern sind gestorben damals. Es hat die Familien beeinflusst, es hat unsere Väter, unsere Mütter beeinflusst und indirekt dann auch wieder alle uns. Es ist unglaublich und ich hoffe, dass wir es schaffen, unsere Handlung immer mehr zu hinterfragen, dass wir friedlich bleiben, dass diese Sachen nicht wieder passieren. Denn so viele Generationen nachher müssen daran leiden, wenn eine Generation völlig gegen die Wand läuft, mit Zerstörung, mit Gewalt, mit Wut, mit Aggression. Und das muss irgendwann mal aufhören. Und ich denke, dass ein Weg dazu auf jeden Fall der Jesusweg ist. Und der Jesusweg ist ja der Weg der Vergebung. Es ist die schwierigste Aufgabe zu vergeben und es ist immer wieder wichtig. Und ich denke dann, durch Vergebung können wir dieses Rad durchbrechen, dieses Rad der Gewalt, die immer wieder Gegengewalt erzeugt. Jeder von uns hat da unterschiedliche Aufgaben. Ich bin auch immer wieder dabei, es zu schaffen, zu vergeben und nicht zu lange in dieser Wut, in dieser Aggression festzustecken. Und ich hoffe auch, dass du auf dem Weg bist der Vergebung, dass wir das schaffen als Kollektiv, als Gemeinschaft, als Menschheitsfamilie, damit es nicht sein muss, dass so viele Bomben, Waffen, Gewalt Menschenleben zerstört. Und ich hoffe, dass diese Nummer hier in Münster gut ausgeht. Alles Gute dir, lass uns friedlich bleiben.